Hallöchen, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es gab längere Zeit kein Video mehr von mir. Ja, es war im Moment alles sehr belegt mit Terminen und zwischendurch war ich natürlich mal immer mal gucken, was es Neues gibt überall. Und deswegen sind auch sehr viele schöne Sachen in meiner Kreativkiste heute. Nicht nur Action, sondern auch andere Sachen. Gut, dann wollen wir mal loslegen und wollen die Kiste öffnen. So, zwei, drei. Da ist alles. So, ich stelle das mal beiseite, werde es ausräumen und werde euch die schönen Dinge zeigen, die ich hier drin habe. Also, diese Woche gab es bei Aldi Süd. Da schlappt ein oder zwei Wochen davor bei Aldi Nord diese tollen XXL-Vorlagen für Fensterbilder. Design von Biene Brendel. Da gibt es im Moment vier Ausführungen. Und ich zeige euch die mal hier. Die habe ich mir mal mitgenommen. So, drehen wir mal rum. Da könnt ihr mal gucken, was hier Schönes drauf ist. Das sind einmal vier Vorlagen mit Stift. Einmal diese schwarze Mappe. Und dann diese rote hier. Da sind diese vier Vorlagen drin. Dann haben wir die grüne. Da wären diese hier drin. Und die lilane gibt es dazu noch. So, das wäre das. Dann war ich mal kurz bei Depot. Da habe ich mir nur so eine Kleinigkeit mitgenommen. Da ist einmal dieser Dekostoff, der so schön glitzert. So. Und einmal dieses Band hier. Ist ein Kunststoffband. Fühlt sich so ein bisschen drahtig an. Sind 10 Meter drauf. Und einmal dieses hier, so eine Spitze in Grau. Dann war ich bei Woolworth. Da gab es einmal diese Glasmalfarbe. Ich wollte ja noch Tassen bemalen, ob man die dafür nehmen kann. Ja. Für glatte Maloberflächen wie Glas, Porzellan, glasiertes Steingut und so weiter. Kostet 2,99. Bums. So, ich will mal gerade aufmachen. Mal da reingucken. So, das Ganze sieht so aus. Ich glaube, das ist ein bisschen, ja genau, muss ja sein, wie so, ich sag's mal, Gelee. Machen wir mal auf, weil sonst wird es ja, wenn es flüssiger wäre, vom Glas runterlaufen. Sehr schön, das werde ich mal testen. So, da sind natürlich alle Grundfarben. Oh, hier das. Mal gerade gucken, steht da irgendwas? Alle Grundfarben und das scheint ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, zu glitzern. Ne, ist grün. Warum glitzert das denn? Grün. Green, green, green. Steht eigentlich drauf? Nein, leider steht es auch nicht drauf. Das ist blau. Was ist das hier? Ach, das könnte so ein Grau. Ja, nee, schwarz, komplett schwarz. Supi. Das werde ich mal testen, ob das was ist. 2,99. Mal gucken. Zup beiseite. Dann habe ich nur Glitzerpapier von Woolworth mitgenommen. 1,99, 8 Blatt.
Und diese selbstklebende Tafelfolie. 2 €. Da gibt es da gibt's verschiedene Ausführungen von. Es gibt auch noch meinen Glitzer. Metallic. Ja, genau. Fand ich sehr süß für auf Gläser zum Beschriften. Ich habe mal so eine Girlande abgebildet. Und dann gab es noch diese Clear Stems 1,49 mit den Rösken. So, weiter geht's. Machen wir mit Teddy weiter. Da habe ich eine, ups, Kleinigkeit. Da habe ich schon auseinandergefallen. Dieses Flaschenbodenlicht kostet 1 €. Kann man unter eine Flasche machen zum Beleuchten. Achtung. So, hier oben ist eine Schutzschicht. Dann kann man es abziehen. Und unter eine Flasche kleben. Das sieht so aus. Habe ich, glaube ich, kaputt gemacht. Ne, geht noch. So, das wäre das. 1 €. Das war auch leider das letzte. Muss ich mal gucken, ob ich davon noch welche bekomme. Dann gab es hier diese Deko-Anhänger. Die fand ich ganz süß. Mit Blättern und Federn. Die hatten noch andere. Die gefielen mir aber jetzt leider nicht so toll. Und dann gibt es hier diese Deko-Hänger. Das ist so ein Bäumchen. Fand ich auch ganz toll für ans Fenster, habe ich mir gedacht. Nehme ich die hier und mache da noch weiße Sterne bei. Als Fensterdeko. So, das wäre das. Ist ganz schön. Also ist kein dünnes Papier, ist schon richtige, schöne dicke Pappe. 1 €. Dann habe ich meinen Monatsstempel von Annes Stempeldesign bekommen. Da sind ein paar Weihnachtssachen drauf, aber auch ein paar Sachen, die zum Herbst passen. Genau. Das ist der Monatsstempel November. Dann habe ich eine Kleinigkeit beim Action bekommen. Einmal dieses Baker's Twine. Fand ich auch ganz süß. Ich mag das eigentlich nicht so mit dem Glitzer. Es gab auch ein Rot mit goldenem Glitzer. Das Rot mit Silber gewesen. Hätte ich schöner gefunden. Deswegen habe ich mir eigentlich nur das Schwarze mitgenommen. So, dann gibt es neuen Glitzer. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Steht nicht bei. Ich habe nur den weißen und den roten mitgenommen. Passend zur Weihnachtszeit. Dann habe ich mir einmal diese Holzfähnchen mitgenommen. Sind 84 Stück drin. Und hier sieht man, es ist nicht so ganz so gut aufgedruckt. Könnte man wahrscheinlich mit einem dünnen Feinliner einfach mal nachmalen. Dann habe ich mir diesen Multitechnik-Block oder Papier mitgenommen. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Papiere drin. Zu je 4 Seiten oder 4 Blatt. Jetzt einmal das hier in diesem. Das müsste das Grau sein, oder? Nee, das ist das Jeans. Jetzt einmal das Jeans. Dann weiß, ganz glattes Weiß. Dann ähnlich wie Craft-Farben und Craft-Farben. Grau. Dann kommt hier nochmal weiß. Das ist so strukturiert wie das Aquarellpapier. Und dann kommt hier nochmal schwarz. Da habe ich mir mal einen mitgenommen. Mal gucken, was man da Schönes draus machen kann. Ich werde es mal testen. So, dann habe ich die neuen Stanzen mitgenommen. Da gibt es ja zwei verschiedene Sets. Fangen wir mit
dem Set hier an. Das ist auch, glaube ich, ja, ist vollständig. Einmal gibt es die kleinen süßen Buchstaben. Die sind wirklich winzig. Heißt winzig, aber sie sind klein. Sie sind, ja, so ein Zentimeter hoch. Also wenn man mal was Kleines, kleinen Text ausstanzen will, dafür sind die echt süß. Dann haben wir hier einmal die Blümchen. Dann diese verschiedenen Gräser. Da habe ich schon in einem Video gesehen, da hat jemand Probleme gehabt, dass die nicht so gut ausgestanzt wurden. Ich werde mal gucken, die Tage, wie die hier sind. Und ich glaube, bei den Tieren gab es auch irgendwo, war auch nicht so tolle, so dolle. Ja, hier bei dem Fuchs, da ist das Bein leider einzeln. Das wäre schön gewesen, das wäre da dran gewesen. Naja, gut, da muss man es halt dran kleben. Dann einmal das Blümchen. Ich glaube, da war auch jemand, der sagte, dass das sehr schwer war, die Sachen, die einzelnen Sachen hier rauszutrennen. Und einmal diese Zahlen. Genau. Dann gibt es noch was. Und zwar diese hier habe ich davon von diesem Set bekommen. Da gibt es, glaube ich, auch, wie das waren, 2, 3, 6 verschiedene. Und hier gibt es, glaube ich, auch 6 verschiedene. Bekommen habe ich leider nur das. Ich war schon in 2 verschiedenen Läden. Und die habe ich dann halt noch ergattert. So, dann gab es neuen Cardstock. Metallic Cardstock. Das ist mein Favorite, der weiße. Er glitzert so schön. Wirklich passend für die Weihnachtszeit. Wo habe ich mein Messer hingeschmissen? Da ist es. Machen wir mal auf. Und gucken mal da rein. Tadadada, seht ihr, wie es glitzert und schimmert? Ja. So. Sind einseitig glitzernd. Haben so eine leichte Leinenstruktur. Aber sehr schön, wie das schimmert. Das Weiße ist echt toll. Toll, toll, toll. Kann man bestimmt tolle Sachen für Weihnachten machen. Dann gibt es das einmal. Stehen die Farben eigentlich drauf? Nö, gibt es das in Gold. Machen wir auch mal auf. Ich würde es jetzt mal Gold nennen. Eigentlich ist es ja eher so ein, naja, Gelbglitzer. Ja doch, ein leichtes Gold. Auch sehr schön. Und dann gab es noch die hier. Und es gab noch welche in, ich glaube, mit Rosa oder so. Da war ich ein. Das Rosa hat mich nicht überzeugt. So, fangen wir hier mal an. Dann gibt es diesen Farben. Das ist einmal das Blau. Das ist zum Beispiel, das glitzert beidseitig. Sehr schön. Blau. Dann so ein Türkis. Dann ein Lila, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ist nicht so meine Farbe. Dann so ein, ja, so ein Tannengrün, Moosgrün, Tannengrün. Ich weiß nicht, ob es gut rüberkommt. Dann das Rote. Sehr schön. Sieht ein bisschen orange aus, ist aber ist eigentlich ein schönes Rot. Und dann hier. Dieses kupferfarbene. So. Das wäre das. Genau. So, meine Lieben. Heute ist Totensonntag. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video jetzt heute hochgeladen bekomme. Ich werde mal gleich noch ein bisschen dekorieren. Ich brauche noch ein paar Äste. Und ja, ich habe noch vor, mir ein Adventsgesteck selbst zu stecken und die Fenster natürlich zu dekorieren. Da werde ich auch, wo habe ich es hingetan?
das ein oder andere hier. Ich werde nicht alles nehmen. Ich werde auf jeden Fall Sterne werde ich an die Fenster machen und so Äste. Das auf jeden Fall. Vielleicht bekommen, wenn die Kinder es mögen, bekommen die vielleicht den Eisbär. Der ist ja auch sehr süß. Werde ich wahrscheinlich bei den Kindern ans Fenster machen. Die Kerzen sind auch sehr süß. Genau. Das werde ich machen. Lichterketten natürlich dürfen auf keinen Fall fehlen. Was denn noch Schönes? Ja, ich habe wollte mir noch so aus so Papierhäuser basteln zum Beleuchten. Da könnte ich eventuell mal ein Video zu machen, wie ich die beleuchte oder einfach ein paar Sterne aus Transparentpapier ausschneiden und die mit einer Lichterkette zusammen machen und dann ans Fenster hängen. Ja, ich habe da so ein paar Ideen. Es ist ja schon nicht mehr lange bis Weihnachten, ne? Also dieses Jahr, finde ich, geht die Zeit einfach viel zu schnell rum. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ich die Tage, die Zeit dazu bekomme, dann werde ich vielleicht noch mal durchs Haus gehen und euch meine Deko zeigen. Gut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Abonniert meinen Kanal, dann gibt's immer. Werdet ihr immer schön benachrichtigt, wenn es was Neues gibt. Und ansonsten wünsche ich euch eine kuschelige Winterzeit oder eine kuschelige Weihnachtszeit. Und hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.